Zusammengerechnet hatten sich einige Jahrtausende Feuerwehrerfahrung im Kreishaus in Luckenwalde versammelt. Am 25. Oktober wurden rund 120 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Teltow-Flemings für ihre langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste geehrt. Im Auftrag des Brandenburger Innenministers, durchgeführt vom Landkreis. Zur Auszeichnungsveranstaltung eingeladen waren Kameradinnen und Kameraden, die seit 40, 50 und erstmals auch seit 60 Jahren ehrenamtlich in der Feuerwehr sind. Wir hoffen, dass wir mit dieser Ehrung ein bisschen Dankeschön sagen können für die aufopferungsvolle Tätigkeit um den Schutz des Eigentums und Schutz des Lebens unserer Menschen. Die Angehörigen der Feuerwehren leisten aber auch einen unschätzbaren Beitrag für das gesellschaftliche Leben, besonders in den kleinen Dörfern unseres Landkreises. Sie organisieren kulturelle Veranstaltungen und Feste und sind damit heutzutage oft die einzigen, die die Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen. Deshalb ist es mir eine besondere Ehre, Sie heute für Ihre verdienstvolle und langjährige Tätigkeit als Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann zu würdigen. Zu 430 Bränden, 874 technischen Hilfeleistungen sowie zu 141 Fehlalarmen rückten die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises in diesem Jahr bis Mitte Oktober aus. Zahlen, so Holger Lademann, die Notwendigkeit der Wehren und ihre hohe Einsatzbereitschaft, die alles andere als selbstverständlich ist, belegen. Indem sie ehrenamtlich sich für andere einsetzen, schaffen sie ein großes soziales Netzwerk und leisten also einen wesentlichen Beitrag zu einem menschlichen, wertebewussten Miteinander in unserer Gemeinschaft. Aber auch diejenigen, die nicht mehr im aktiven Dienst stehen, die Ältesten und Ehrenmitglieder, sind aus den Feuerwehren nicht wegzudenken. Die machen eben in zweiter Reihe so eine Arbeiten wie Brauchtumspflege, wie Pflege von Löschwasserentnahmestellen, alles das, was ich ja schon mal heute in der Einführung erzählt hatte. Auf jeden Fall kann man auf diese älteren Kameraden eigentlich kaum verzichten, denn sie gleichen ja so immer die fehlenden aktiven Kameraden mit aus. Horst Stabernack aus Ludwigsfelde trat 1952 als 15-Jähriger in die Freiwillige Feuerwehr ein. Er wurde an diesem Abend neben anderen für 60 Jahre treue Dienste mit der Ehrenmedaille in der Sonderstufe Gold ausgezeichnet. Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit sind für ihn die wichtigsten Tugenden. Deshalb ist ihm auch ein Einsatz besonders in Erinnerung geblieben. In Arnsdorf wurden wir alarmiert. Da war ich ungefähr, sag ich mal, 17. Da war ich also 2 Jahre in der Feuerwehr. Da ist ein Katastrophe gewesen, auf Deutsch gesagt, es sind Lindenbäume rechts wie links bei Windstärke 11, die Dorfstraße zugemacht haben. Wir hatten keine großen Sägen, sondern schön mit Handsäge mussten wir das freimachen. Große Schäden waren nicht, aber Menschen waren auch nicht in Gefahr. Und wie es so sein soll, es hat keiner groß was zu essen gehabt, aber wir sind mit 2 Kameraden bei jedem Bauern eingeladen worden. Ne? Stehen Sie es? Ach, ich glaube, unsere Bevölkerung schätzt schon die Arbeit bei der Feuerwehr recht hoch. Zumal man ja auch sagen muss, die ist ja nicht weniger geworden. Die ist ja eigentlich mit jedem Jahr, es steigt die Arbeit. Nicht? Die technische Hilfeleistungen, die werden immer komplizierter, immer schwerer. Die Technik an den Autos, wissen wir ja alle selbst, Fahrzeugen, die entwickelt sich ja ständig weiter. Früher hatten wir nur Benzin- und Dieselautos, heute haben wir Elektroautos, heute haben wir Hybridautos, da haben wir andere Gefahren. Aber auch andere Gefahren in der Industrie stellen sich ja dar. Es sind ja nicht bloß die Windkraftanlagen, wo wir ja kaum löschen können, sondern ja auch die Photovoltaik und viele, viele andere Industrieanlagen, die immer komplizierter werden. Der ganze Gefahrgutbereich wird ständig komplizierter und gefährlicher. Und diesen Anforderungen müssen sich natürlich unsere Feuerwehrkameraden stellen. Sie stellen sich auch, aber eben viel, viel weniger als früher, weil es ist ganz, ganz harte Arbeit. Außerdem wurde an diesem Abend der Ludwigsfelder Triebwerkshersteller MTU als besonderer Partner der Feuerwehr geehrt.
Im Landkreis Teltow-Fleming gibt es 180 Orte, 153 davon haben Feuerwehren. Mit insgesamt rund 3000 Aktiven, 1000 Ehren- und Altersmitgliedern sowie etwa 800 Kindern und Jugendlichen.